Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Österreich wählt neues Parlament. Knapp 6,4 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen sehen die konservative ÖVP von Ex-Kanzler Kurz klar vorne. Die Regierung aus ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ war an der sogenannten Ibiza-Affäre zerbrochen. US-Demokraten zu möglichem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Die demokratische Präsidentin des Repräsentantenhauses Pelosi sagte, dass sich die Stimmung in der Öffentlichkeit gewandelt habe. Grund seien die Erkenntnisse über das Telefonat von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. AfD will Kampf gegen Klimaschutzpolitik zum Thema machen. Nach dem Euro und der Zuwanderung sei die Klimaschutzpolitik das dritte große Thema für die AfD, sagte Fraktionschef Gauland der Welt am Sonntag. Alle anderen Parteien würden den Irrsinn mitmachen, den die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg anheize. Bundesinnenminister alarmiert über Waffenfunde bei Rechtsextremisten. Sicherheitsbehörden sollen verstärkt werden, sagte Seehofer in Berlin. Nach einer Anfrage der Linksfraktion wurden im vergangenen Jahr 1091 Waffen unterschiedlichster Art beschlagnahmt, zwei Drittel mehr als im Jahr davor. Erneut Zusammenstöße bei Protesten in Hongkong. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Demonstranten vor, die Brandsätze geworfen hatten. Es gab mehrere Festnahmen. Es ist das 17. Wochenende in Folge, an dem Aktivisten gegen den wachsenden Einfluss Chinas demonstrieren. Das Wetter im Süden länger freundlich mit viel Sonne, sonst viele Wolken mit Regen. Dazu windig, Höchsttemperaturen 13 bis 25 Grad.